Hi Leute, ich bin's schon wieder. Meine Teamkollegen sind schon unter der Dusche. Ich mache noch für euch ein kleines Video. Und zwar geht's heute mal wieder um das Thema Rollwände. Ich habe euch ja schon in 5 Schritten erklärt, wie ihr die Rollwände euch selber beibringen könnt. Blende ich euch hierzu nochmal das Video ein. Heute geht's quasi einfach nur darum, wie schaffe ich es, eine effektive, schnelle Rollwände zu machen. Da gibt's einfach ein paar Sachen, die man Schritt für Schritt befolgen muss, dass das Ganze klappt. Und ich zeige euch zeige ich euch am Anfang das Fehlerbild, was man alles falsch machen kann und dann natürlich, wie es richtig geht. Gehen wir einfach mal von Anfang bis Ende die Rollwände durch. Wir fangen an mit dem Anschwimmen. Da kommt es natürlich darauf an, dass man schnell anschwimmt, dass man eine hohe Geschwindigkeit in die Wand reinbringt. Deshalb auch nicht vor der Wand abbremsen, sondern die hohe Geschwindigkeit in eine schnelle Drehung einleiten. Bei der Drehung auch wichtig, nicht die Beine ganz lang so überwerfen an die Wand, sondern kleine Drehung machen. Da kommt man einfach schneller mit den Füßen an die Wand. Nachdem die Füße an der Wand sind, einfach eine explosive, totale Streckung erzeugen. Eine gute Unterwasserphase und dann geht es darum, dass man aus der Unterwasserphase mit einem sauber getroffenen Übergang die Geschwindigkeit mit ins Schwimmen nimmt. Jetzt zeige ich euch bewusst das falsche Bild erstmal. Ich werde anschwimmen, werde dann einfach vor der Wand langsam werden, werde keine kleine Drehung machen, werde mich abstoßen und werde den Übergang noch hart verkacken. Also ich zeige euch jetzt in einer Wende, was man alles falsch machen kann. Vielleicht sieht es für den einen oder anderen immer noch okay aus. Wenn ihr jetzt aus dem Anfängerbereich kommt, dann könnt ihr euch von mir aus auch mal die falsche Rollwende zu Herzen nehmen, aber bitte orientiert euch an der korrekten Rollwende. Ist immer besser, als wenn man sich an einem falschen Beispiel einfach ein Beispiel nimmt. Also jetzt bewusst falsche Rollwände. Ich habe hier so eine Schräge, wo es runter geht zum Sprungturm. Da kann ich mich ganz gut abstoßen, kann Geschwindigkeit aufbauen, das ist sehr wichtig. Und falls ihr das auch in eurem Hallenbad habt, probiert es aus. Ich weiß noch nicht, ob ihr mich gerade hören könnt. Sehen wir dann im Video. So, jetzt könnt ihr gerne nochmal zurückspulen und schauen, was ich da gemacht habe. Ich habe quasi zügig angeschwommen, bin dann vor der Wand langsam geworden, weil ich die Wände anvisiert habe. Ich wollte die Wände treffen, habe dann eine langsame Rolle gemacht, um eben an die Wand zu kommen, habe mich abgestoßen und habe einen sehr steilen Übergang gemacht. Der Übergang muss natürlich flacher passieren. Dann habt ihr weniger Widerstand und könnt die Geschwindigkeit besser ins Schwimmen übertragen. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze richtig geht. Ich werde schnell anschwimmen, ich werde mich klein machen bei der Wende und ich werde eine explosive Streckung erzeugen. Schnelle Unterwasserphase, sauberer, flacher Übergang. Und auch ein Tipp von mir, wenn ihr nach der Wende hochkommt, nicht direkt atmen. Macht 2-3 Züge und atmet dann. So, das war's schon. Ihr seht es, mal eine richtige Wettkampfwende oder eine wettkampfnahe Wende auszuführen, kostet Energie, kostet Sauerstoff. Deshalb übt es auch im Training, macht gescheite Wenden, dann könnt ihr es im Wettkampf besser umsetzen. Das war's schon wieder von mir. Ich gehe jetzt unter die Dusche. Ihr seht es, ich bin richtig außer Atem nach einer Wende. Da seht ihr mal, wie anstrengend es sein kann. Aber ich hoffe, der Unterschied war deutlich. Wie gesagt, übt es, versucht es umzusetzen, denkt an meine Tipps und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.